Ja, moin moin Leute, wir sind mal wieder hier und wie ihr sehen könnt, sind wir heute nicht alleine. Wir haben nämlich Begleitung von diesen vier unübersehbaren Kisten voll mit RC-Cars von der Firma Deep Power Modellbau. Jo. Bisher im RC-Car-Bereich eher als Zubehörlieferant bekannt, so ich sag mal so Servos und so ein Kram, Kleinkram. Genau, Motoren, Regler haben sie auch schon. Genau. Und jetzt erstmals eben auch mit eigenen Autos. Das sind 1 zu 10er, Buggies und Truggies gibt's. Und die dann einmal mit Bürstenmotor und einmal Brushless. Wir haben alle vier hier. Keine halbe Sache, ne? Genau, die sind ansonsten von den Chassis und von den technischen Daten, abgesehen vom Motor natürlich, vom Antrieb, sind die im Grunde baugleich. Mhm. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Brushless Draggy und einen Brush Buggy und gucken mal, was wir so unter der Haube haben. Ne? Genau, was man alles bekommt für sein Geld. Dann tust du doch mal den. Was haben wir hier? Hier haben wir Buggy und zwar ist das die Brushless. Genau, sehr schön. Dann schiebe ich doch mal hier den beiseite. Ich muss den hier an. Ja. Müssen wir den überhaupt aufschneiden? Ja, da oben. Ja. So. Einmal. Zwei. Fangen wir doch mal mit dem einfach an. Richtig. Und tada! Da ist er schon. Ja, eine auffällige Optik genau. In Kombination mit gold-eloxierten Aluteil. Ja. Sieht schon mal ganz nett aus. Fangen wir doch mal mit dem Kleinkram an. Soweit ich weiß, ist das ein wirkliches Komplett-Set. Genau. Da ist RT, ja. Hier haben wir die Fernsteuerung. Mhm. Oh, die sieht ja schon mal ganz witzig aus. Schön bunt. Einstellmöglichkeiten sind begrenzt. Wir haben hier Trimmungen. Dual Rate und ein An-Aus-Schalter. Ja, 2,4 GHz. Ganz ehrlich, für eine Einsteigerin reicht es vollkommen aus. Genau. Schauen wir mal, was mit den Batterien ist. Ich tippe mal auf 4. Wenn man das Fach aufkriegt, ne? Weißt du, wie das geht? Keine Ahnung, aufmachen? So, ja. So geht's. Ups. 4 Stück. 4 Mignon-Zellen. Jo. Damit bleibt es auch relativ leicht. Genau. Hier haben wir noch eine Sache dazu. Das ist nämlich hier vermutlich ein Ladegerät. Für den Akku. Ja, ein Steckerlader. Mhm. Dienstanschluss. Okay, Dienstanschluss. Das ist schon mal hochstromfähig, das gefällt. Genau, 500 mA, je nachdem, was wir auf dem Akku haben. Kann das reichen, kann aber auch ein bisschen wenig sein. Mal schauen. Ja, gut. Aber das ist wie gesagt auch RTR-typisch. So, Anleitung auf Deutsch. Ordentlich bebildert. Man erfährt, wie man den Regler programmiert. Man erfährt, wie man eventuell Reparaturen oder ähnliches vornimmt. Explosionszeichnungen sind entsprechend vorhanden. Eine Übersicht der Ersatzteile. Alles vollkommen ausreichend. So, genau. Sollen wir hier erstmal weitermachen? Genau, du kannst auf, ja da schon mal was machen. Genau. Also, dann machen wir hier mal weiter. Dann befreien wir den Boliden mal von der Pappe. So, hier haben wir den Spoiler. Der liegt separat bei. Den setze ich jetzt mal nicht auf. Aber so wird es dann aussehen. Mhm. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn man hier die beiden Karo-Klammern löst. Man sieht schon mal sehr massive Querlenker oben. Ja, das stimmt. Hier also gibt es keine Streben, doppelte Schwingenausführung. Genau. Auch hier an der Lenkung haben wir Gewindestangen. Da kann man Einstellungen vornehmen, wie man möchte. Hier sieht es mit Einstellungen etwas mauer aus, ist aber nun auch kein Drama. Die Einstellung der Federvorspannung. Die funktioniert hier über die Rändelschrauben, das ist auch ganz nett gemacht. Und ansonsten nur leicht spielbehaftete Lenkung, das ist aber auch kein Problem. So, und jetzt schauen wir mal, was hier unter diesem giftgrünen Deckel verbirgt. Oh, es geht goldig weiter, guck mal. Ja, das ist scheinbar die Deep-Power-Farbe. Ja, gut, fällt auf jeden Fall ins Auge, genau. Um mal eine Floskel zu bedienen. Aua. Richtig. Also, wir haben hier ganz schön viele eloxierte Aluteile. Auch das Chassis-Platte ist eloxiert. Ähnlich wie hier der Passivkühlkörper von dem Bürstenmotor. Der ist auch schon betriebsbereit eingebaut. Mhm. Ja, Getriebeeinheit ist gekapselt. Das aber ist, komplett, ne? Ja, das, ja, ist echt, das habe ich so noch nicht gesehen. Also so, ja, das ist schon ganz ordentlich. Hat der denn einen Mitteldifferenzial? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ja, nicht. Durchtrieb hat er. Ja. Ich weiß jetzt, sieht man natürlich jetzt nicht, ob da so eine Slipperkupplung drin ist oder so.
Müsste man jetzt spekulieren. Ja gut, das kann man über einen Blick in die Anleitung bei den Explosionszeichnungen mal prüfen. Gut, hier haben wir so ein bisschen Spiel in den Querlenkern. Ja, das ist natürlich Einsteigerklasse. Genau. Und ich meine, das ist jetzt der günstigste hier, der Bürstenbuggy. Mhm. Der kostet 189 Euro. Mhm. Das ist eigentlich ein guter Mitnahmepreis, ne? Genau, das gleiche als Tragi, kostet 10 Euro mehr, 199. Und Brushless liegen wir bei 259 für den Buggy und 269 für den Tragi. Mhm. Und hier haben wir jetzt ja, wie du schon vorhin meintest, das ist ein Komplettset. Mhm. Hier liegt der Akku. Interessante Anordnung, auf jeden Fall mal hochkant. Ja, sieht man auch eher selten. Aber der Platz gibt's her, warum nicht? Genau, und 2200 mAh, das heißt mit dem 500 mAh Ladegerät muss man schon geduldig sein, aber für den Anfang reicht's. Genau. Hier sitzt der Regler drunter, der ist, kann ich erkennen, ob der gekühlt ist, ja, passiv wahrscheinlich. Ja, genau, hier ist die Empfängerbox. Da ist, ja, mit dem Spritzschutz sieht es da nicht so grandios aus. Ah gut. Muss auch nicht. Ansonsten, Lenkservo. Genau, ein Ausschalter haben wir hier direkt. Lenkservo hat 9 Kilogramm Stellkraft, steht drauf. Wollen wir mal glauben. Mhm. Ist auch wasserdicht. Genau. Sehr schön. Ja, genau. Das ist, haben wir schon mal von unten runter geguckt, wahrscheinlich noch nicht so, ne? Nö, es ist, geht goldig weiter. Genau. Aber das wundert jetzt nicht. Schön glatt, kann kein Dreck reinkommen, auch durch diese Abschlüsse hier für die von der Chassisplatte zur Karosserie. Die sorgen so ein bisschen für Schutz, damit kein Dreck reinkommt. Genau. Ansonsten ist das, ja, ich würde sagen, ein gutes, schönes Einsteigermodell, ja. Für 189 Euro kann man da echt nicht meckern. Nö, und vor allen Dingen, das Einzige, was du noch anschaffen musst, sind 4 Mignon-Zellen. Genau. Und anschließend kannst Akku laden, anstecken. Ja. Und ab ins Gelände und dann Genau. Geht's so los. Natürlich. Gucken wir uns auf im Vergleich dazu mal das Top-Modell an. Das ist nämlich der Brushless Tragi jetzt für 269 Euro. Mhm. Optisch natürlich ein bisschen wuchtiger, Tragi-typisch. Genau. Und er hat auch etwas andere Räder. Genau, was man hier ganz gut sieht. Das Profil. Ja. Ansonsten haben wir, wie man sieht, es ist dasselbe Chassis, sieht man auch am Radstand etc. Genau. Schauen wir mal drunter. Genau, ja. Ich würde sagen, identisch. Genau. Nur, dass hier der Akku fehlt. Richtig. Na ja, gut, Lipo liegt nicht bei. Genau. Dementsprechend, das ist, wie gesagt, als Brushless-Modell, der sollte Lipo befeuert werden. Genau. Wir haben einen 3450 kV-Motor. Mhm. Der ist weder aktiv noch passiv gekühlt. Der ist auf sich allein gestellt. Deswegen, ja. Dafür hat der, sehe ich hier, so ein kleines Schaufelrädchen, der Brushless-Regler. Mhm. Der hat dafür seine Aktivkühlung. Ja. Und im Gegensatz zu dem hier, dem Buggy, gibt es hier sogar noch eine Leuchte, die signalisiert, dass das Ding angeschaltet ist. Das ist auch mal so ein kleiner Unterschied. Ansonsten, beim Fahrwerk sieht es genauso aus. Ja, das ist alles absolut identisch. Mhm. Gut, man hat natürlich hier die Unterschiede bei den Befestigungen für die Karosserie, das wundert nun ja auch nicht. Gut, hier haben wir noch diese beiden Schutzflügel vorne und hinten. Richtig, hier haben wir natürlich die fehlende Halterung für den Heckspoiler, aber ansonsten ist das alles baugleich. Genau. Und bei dem Tragi bzw. bei den Brushless-Modellen fehlt dann der Akku und logischerweise, konsequenterweise auch das Ladegerät. Gut. Da muss man dann halt nochmal ein paar Euro in die Hand nehmen. Dafür hat man eben ein Brushless-Modell, was ein bisschen mehr Bums hat. Mhm. Das eine ist dann eher so für den blutigen Anfänger, sage ich mal. Das andere schon für den vielleicht leicht erfahrenen Anfänger. Also wer schon mal so ein Bürstenmodell bewegt hat und was Schnelleres sucht, der nimmt dann eher die Brushless-Variante. Mhm. Und alle, die noch gar nichts hatten, die fangen mit dem Bürstenmodell an, müssen auch erstmal nichts zukaufen groß. Genau. Und genau, das sind diese vier Modelle. Richtig. Den gibt es, wie gesagt, hier noch in der Brushless-Ausführung. Den hier noch in der etwas zahmeren Version. Mhm. Und damit ist der D-Power-Fuhrpark dann ja auch komplett. Genau, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann so funktioniert. Also was wirklich auffällt, die sind extrem schlank, die Dinger. Also hier, wenn man die Karosserie mal so von unten betrachtet, das ist ja echt sehr schmale Bauweise. Ja gut, beim Buggy ist es nun nicht untypisch, beim Tragi eher schon. Das ist schmale Hüfte. Ja, das stimmt. Und genau. Da fehlen noch die Akkus, da fehlt nur ein bisschen Zeit, bis die Akkus voll sind. Richtig, und 4 Mignon-Zellen aus dem Babyphone oder wo man sie auch immer hernimmt. Genau. Ja, und dieses Jahr haben wir ja Gott sei Dank Glück mit dem Wetter, das heißt, können es schon am Wochenende vielleicht krachen lassen. Und werden das Ganze mal testen. Es gibt noch ein kleines Video dazu, ein Action-Video.
Und natürlich einen passenden Bericht in einer der nächsten Ausgaben. Von Cars & Details. Wahnsinn. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.